Ja, Hallöchen, Popöchen und weiter geht's gleich im nächsten Shooter. Jetzt haben wir einen Tag mal keinen Shooter gehabt, das macht ja nichts. Nach 4-2 spielen wir jetzt den nächsten und da steht's auch schon groß und fett. Es ist der Herr Maximalschmerz, der Maximilian Schmerz, auch bekannt als Max Payne, der tragische Detektiv. Ist auf jeden Fall ein Klassiker und die Grafiken sind nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, für alle Leute, die sagen, oh Mensch, Shooter kann ich mir nur angucken, wenn die die Imba-Grafiken haben. Die müssen leider wegschalten, weil, so jetzt im Nachhinein betrachtet, früher sah das Spiel halt extrem geil aus. Das war einfach das Oberknallerspiel an Realismus. Aber heute, wenn man sich das anguckt, dann sieht vor allen Dingen der Herr Payne ein bisschen bestraft aus. Der sieht aus, als hätte man ihm irgendwie mit einem, weiß ich nicht, mit so einer riesen Gorilla-Faust im Gesicht rumgemanscht. Naja, jedenfalls, ich habe einen Mod installiert. Ich habe zwei Änderungen vorgenommen. Das eine ist, damit ich mit Traps aufnehmen kann, musste ich das Anti-Aliasing ausschalten, weil es sonst ein Ruckelkino gibt. Aber man kann es trotzdem mit dem NVIDIA Enhancer kann man das trotzdem einschalten. Dann übernimmt das den Part. Den NVIDIA Enhancer, falls ihr Max Payne mal aufnehmen wollt irgendwann, könnt ihr bei mir auf der Toolseite auf gronk.de ist der verlinkt. Bibapo, der ist auch kostenlos, der ist extrem super, auch für andere Games, um Grafikeinstellungen zu machen. Des Weiteren habe ich einen Mod installiert, der das Spiel, naja, nicht ganz toll auf Deutsch übersetzt, sondern das ist eher ein klägliches Deutsch. Das ist das Amphetamin-Mod, da kommt man kaum noch ran, weil das Spiel schon so alt ist. Und da sind halt die Zwischensequenzen wenigstens in Deutsch übersetzt, also die Schrift. Und das ist nicht mal besonders gut. Also das Spiel ist nie in Deutsch erschienen selber. Und wir spielen ja halt nur so eine Hybrid-Version. Ich habe es einfach nur gemacht, damit man der Story besser folgen kann. Für Leute, die des Englischen nicht so mächtig sind. Und wir beginnen mal mit dem Tutorial. Das ist doch ein guter Plan. Das Ganze ist im Noir-Stil gehalten, wie es so schön heißt. So, hier steht's. Willkommen bei einem kurzen Tutorial zu Max Payne. Und da ist schon das Maxchen. Wie gesagt, der sieht ein bisschen knautschig aus inzwischen, aber ich muss hier selber mal gucken, wie das alles geht. Das ist alles schon ein bisschen her. Rumlaufen klappt super. Und Max Payne war auch das Spiel, das die Bullet Time im Spiel erfunden hat, also in den Shootern. Das heißt, das, was wir bei 4.2 und auch 4.1 exzessiv genutzt haben, hier kommt es her. Das hier ist das Originalspiel davon. Hey! Pam, pam. Und wir gehen erstmal ans Telefon und ich weiß gar nicht, wie das geht. Mit E oder Eingabe. Na, dann gehen wir mal mit E ran. Wir müssen vors Telefon gehen und E, ich drücke E oder nichts passiert. Jetzt. So, jetzt, wo wir wissen, wie man Items benutzt, können wir die Türen vom Automobil öffnen. So zum Beispiel. Und kriegen Muni. Und wir sollen mit Mausbutton 1 jetzt die Boxen kaputt schießen. Und wir können mit dem Mauswheel, also mit dem Mausrad durch die Waffen scrollen. Und jetzt sollen wir... Ja, ich schieße erstmal auf die Kiste hier. Klappt super. Und jetzt sollen wir hier das Ding da zerschießen, um in die Tür zu gehen. So, und jetzt können wir Bullet Time machen. Das sollen wir jetzt mal ein bisschen üben. Jetzt springe ich mal hier um die Ecke. Max kann auch in Bullet Time gehen. Combo Key oder Umschalt, weil... Achso. Also man kann auch einfach so in die Bullet Time gehen. Das muss ich mir mal merken. Naja, klappt ja ganz gut. Aber ich glaube, ich werde bei dem Spiel noch einige Schwierigkeiten haben. Ach, jetzt klingelt das andere Telefon. Ja, gut, das haben wir ja gerade schon hier. Jumping sideways. Achso, und man kann, wenn man seitwärts springt, kann man sich super wegrollen. Also auf jeden Fall ist es ein bisschen, die Steuerung ist ein bisschen knifflig. Wir sollen hier über die Wand springen. Achso, wahrscheinlich darüber. So, mit R5 kann man quicksafen. Das haben wir jetzt mal gemacht. Das kennen wir ja noch aus 4.1. Was wollte ich noch sagen und nicht lügen? Das habe ich jetzt ganz vergessen. Irgendwas wollte ich gerade noch erwähnen. Hab's aber wieder vergessen. Ach ja, das ist die Steuerung.
Also es ist mitunter ein bisschen knifflig. Ich habe schon eine Runde angespielt, aber ich muss mich echt wieder an die Steuerung gewöhnen. Achso, da kann man noch gar nichts machen. Erstmal ans Telefon gehen. Und wir sollen jetzt diesen Enemy Dispenser benutzen. Da werden dann Feinde gespawnt. Aber vorher gehen wir uns nochmal ganz kurz ein paar Secrets holen, die... Da kam man doch hier irgendwie hin. Moment. So, hopp. Ah, ist alles schon so lange her und ich habe das Spiel so geliebt. Mensch, Mensch, Mensch. Yeah, you found a secret room. Und jetzt haben wir Ingram-Ammo und ich glaube, hier gibt es noch eine Knarre. Und die können wir gleich ganz hervorragend gebrauchen. Und hier gibt es noch ein bisschen die Painkiller. Ich glaube auch, das Spiel Painkiller ist nach Max Payne benannt, nach den Painkillers, die es hier gab. Noch ein bisschen Muni und jetzt geht's mal ab. So, die Story vom Spiel werde ich noch nicht erzählen. Die wird sich dann gleich noch erklären. Na los, jetzt geh doch runter. Machen wir das mal so. Die wird sich gleich noch erklären im Spiel und die ist tragisch, möchte ich sagen. Sehr tragisch. Und jetzt her mit den Feinden. Mal gucken. Da hinten kommen schon die ersten. Und mit der Knarre, die wir oben gefunden haben, können wir ja mal relativ einfach kurz einen Prozess machen. Und die Herrschaften da hinten sehen uns gar nicht. Aber da können wir... Ach, jetzt sehen sie uns. Da können wir mal easy jetzt... Hör, muss töten! Aber das waren doch noch nicht alle. Da ist doch noch da auf jeden Fall. Das waren noch nicht alle Feinde. Komisch. Naja, jetzt sollen wir hier ein Medizinstränkchen aufsuchen. Das kennen wir ja schon. Das haben wir schon gemacht. Und mit Tabulator können wir dann die Painkiller fressen. Und das werden wir mit Sicherheit einige Male machen müssen. So, und jetzt sollen wir hinten den Van ausräumen. Ich könnte jetzt noch mal ein paar Feinde spawnen. Das mache ich jetzt noch nicht. Hat gerade jemand geschossen? Sniper! Aus einer Seitenallee kommen noch weitere Herren, aber jetzt mache ich mal Folgendes. Mit E kann man die Sniper benutzen, das muss ich mir merken. Und mit C oder Control. Moment. Ach nee, Quatsch. Na? So, wo ist denn der andere? Ich sehe den gar nicht. Ach da, steht genau unterm Baum. Wie praktisch. Toll, da kriegt man den ja richtig gut. Kann ich mit der Sniper nicht zoomen? Ah. Aber es sollten doch drei Herrschaften sein, die da hinten aus der Gasse kommen. Ah. Kopfschuss! Oh. Ist natürlich doof, wenn die Herren sich auch bewegen. Dann ziehen wir mal einfach auf den Sack. Na, los, 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 los. Die Eier auspusten. Und er fasst sich an die Schulter. Das sind sehr große Eier. So, das vervollständigt das Training. Und wenn man ein bisschen mehr schießen möchte, kann man den Feind-Spawner wieder benutzen. Und jetzt kann man sich ein bisschen die Gegend anschauen. Aber ich denke, wir haben vom Tutorial genug gesehen. Und dann sollen wir wieder ins Hauptmenü gehen. So, das war das Tutorial. Leier, leier. Und wir starten ein neues Spiel. Und einziger Schwierigkeitsmodus ist Fugitive. Und die anderen Skill-Modes kann man leider erst, Skill-Levels, kann man erst freischalten. Das heißt, wir spielen im einfachsten Modus, aber der hat es teilweise auch schon in sich. Und jetzt bin ich ruhig, solange das Intro läuft. Standby 1010, investigate a reported disturbance at Acer Plaza. 10-4 Dispatcher, verify address. That's Acer Plaza, repeat, Acer Plaza. It
Shots fired on the rooftop. An assault in progress at Acer Plaza. Repeat, an assault in progress. Polizist in Gefahr. They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger. And then it was over. To make any kind of sense of it, I need to go back 3 years. Back to the night the pain started. So, das war Teil 1 vom Intro. Ich glaube, es geht gleich noch weiter. Ja. I was still on the force back then. NYPD, Manhattan, Midtown North Precinct, Hell's Kitchen. So when are you coming to work for me, Detective Payne? You'd make me work undercover in some hellhole. Sorry, Alex. Michelle and the baby come first. See? My last smoke. It's bad for the baby. That's you, Max. A regular Boy Scout. See, Alex? Still on for poker Thursday night, right? Like taking candy from a baby. Life was good. Sun setting on a sweet summer's day. Smell of freshly mowed lawns. Sounds of children playing. A house across the river on the Jersey side. Beautiful wife and a baby girl. The American dream come true. Honey, I'm home. But dreams have a nasty habit of going bad when you're not looking. The sun went down with practiced bravado. Twilight crawled across the sky, laden with foreboding. Michelle, honey, anybody home? I didn't like the way the show started. But they'd give me the best seat in the house, front row center. Ich mochte es nicht, wie die Show begann. Sie hat mir den Logenplatz gegeben. Erste Reihe, Mitte. So, dazu muss man ganz kurz sagen, die deutsche Übersetzung gerade in den Cutscenes ist jetzt nicht unbedingt die mega qualitative, da ist viel ausgespart worden, da sind Zeichenfehler drin und so weiter, aber man weiß zumindest im Groben, worum es geht. Auch für die unter euch, die des Englischen nicht so mächtig sind, nur deswegen habe ich es gemacht, ansonsten hätte ich den Mod natürlich um Gottes Willen nicht installiert. Und Max kommt hier gerade nach einem harten Arbeitstag nach Hause und findet seine Wohnung in einem... What the hell? Nicht unbedingt guten Zustand vor, wie zum Beispiel hier die Bilder sind durcheinander und da ist ein großes V mit einer Spritze auf der Wand gemalt. Something ugly had been tattooed on the wall, a map of things to come. It was a poison syringe, a magic tag full of diabolical meanings. Und wir werden immer zwischendurch von diesen Cutscenes, also es sind ja keine Cutscenes, von diesen Comic-Szenen begleitet, Die erzählen ein bisschen die Geschichte und ich gehe mal schnell ans Telefon. Listen, someone's broken into my house. Call 911. Is this the Payne residence? Yes, someone's broken into my house. They're still here. You have to... Good. I'm afraid I cannot help you. Who is this? Hello? Also, irgendwas ist hier ganz faul. Und zwar richtig faul. Und damit meine ich nicht so faul wie die Leute auf RTL, die sie mal zeigen, sondern faul im Sinne von unkoscher. Zeitung kann man nicht lesen, die New York Times.